Herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Ja, und wie ihr seht, habe ich jetzt 133 Rubine wieder. Und zwar bin ich nochmal zurückgegangen, bin den ganzen Fluss runtergerutscht. Dadurch habe ich 33 gekriegt. Bin dann zu den Fröschen, habe denen noch zwei andere Lieder vorgespielt und habe jeweils 50 Rubine von denen gekriegt. Ja, war jetzt der schnellste Weg um Rubine. So, Tauchspiel, 20 Rubine, macht ihr mit? Ja, okay. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzte Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt ihr her, zurück, dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Ja, das brauchen wir. Er schmeißt 5 Steine runter. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Start. So. Nein. Ach, muss ich das gedrückt halten? Verdammt. Alter, das ist gar nicht so leicht. Nein! Ein Stück rüber. Oh Mann! Oh Mann, nein. Oh, ich glaube, ich schaffe das beim ersten Mal schon wieder nicht. Ah, 16 Sekunden. Nein. Der schwimmt auch immer viel zu weit. So, eins. Ach so, der kann unter Wasser auch noch tauchen. Ne. Gerade so. Ich dachte, ich muss das jetzt nochmal machen. So, jetzt müssen wir zu dem wieder hoch. Aber vorher, ich bin ja hier runtergesprungen. Mit einem Hechtsprung. Vorher gehen wir mal zu denen hier. Wir sind gewandte Taucher. Wir stehen es mit euch. Wollt ihr ebenso meisterlich tauchen? Macht mit unserem Tauchspiel. Am höchsten Punkt des Wasserfalls schon ausprobiert. Ja, habe ich doch. Oder ich irre mich, dass ich von denen gar nichts kriege. Ich dachte eigentlich. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt erstmal was Schönes. Hä? Nein, hier bin ich eindeutig falsch. Wir müssen jetzt zu den Typen da jetzt wieder. Eine Rolle. Oder ich müsste noch einen anderen anquatschen. Ich springe dann nochmal. Ich kriege ja jetzt was sehr Schönes und dann springe ich nochmal runter. So. Was? Wieso? Ich hab's doch geschafft. Ach, weil ich das Gebiet verlassen habe. Oh nein. Das kann ich den ganzen Mist doch nochmal machen. Mann, wieso bin ich da bloß rausgerannt? Okay. Ja, wenn man einmal weiß, wie es geht, dann ist das kein Problem. Na, jetzt haben wir es wieder geschafft. Genau. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir... Wollen wir mal den anreden? Wir haben das Ruto immer noch nicht gefunden. Okay. So, den reden wir jetzt nicht an. Erst wenn wir uns das andere da geholt haben. Frank, jetzt geh doch mal da hoch. Nicht tauchen.
Endlich. Ja, sorry Leute, dass ich da jetzt gerade rausgerannt bin. Hätte ich auch sehen müssen, weil da ist ja eine Nebelwand. Ah, Mann. So, man muss schon in dem Gebiet bleiben. Aber naja. Dafür haben wir es beim zweiten Mal schneller geschafft. Beim ersten Mal war es ja ziemlich knapp. So, jetzt nochmal zu den Typen. Und wer, der sagt jetzt schon wieder Minispiel. Wäre ich aber sauer. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Cool. Die silberne Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Sehr schön. So, sagt er noch was? Nehmt so viel ihr wollt für 20 Rubine. Nee. Er bietet also dasselbe Spiel nochmal an, nur dass wir dann nichts mehr kriegen. So, aber jetzt, hast du gesehen, ich bin von da ganz oben gesprungen. Jetzt fragen wir den hier nochmal. Sagt aber dasselbe. Ach, der weist einen nur darauf hin, dass man... genau. Na, egal. Wir schwimmen jedenfalls jetzt erstmal hier runter. Und kommen an. In dem See, Dings hier bei Hyrule. So, wir wollen aber das da haben. Na, nimm. Also, Frank, jetzt streng dich doch mal an. Ich weiß, dass man bis da runter tauchen kann. Jetzt haben wir's. Und eine Flasche. Fülle etwas hinein und nutze sie mit C. Ja, aber ihr habt gesehen, da ist eine Nachricht drin. Die wollen wir doch mal gleich lesen. So, das heißt, ich muss die Flasche ausrüsten. Ja. So. Um die Flasche zu lesen. Nanu? Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bauch von Lord Yabu Yabu gefangen. Ruto, ist doch die Prinzessin. PS, verrate bitte meinen Daddy nichts. Ja, das soll natürlich heißen, dass wir ihm das Recht das zeigen sollen. Müssen wir auch, sonst macht er keinen Platz. So, und dann können wir hier noch eine Kleinigkeit erledigen. Können wir das hier rausnehmen? Nee. Dazu reden wir hier die... ich weiß gar nicht, anreden oder gleich spielen. So, ich spiele mal hier was. Oh, du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht was vor, Süßer? Ja, das machen wir auch. So, und... naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, Süßer. Ja, und diese Noten, die ich gerade vorgespielt habe, die haben wir uns ja, die haben wir ja noch gar nicht erlernt gehabt. Die hatte ich mir einfach
gemerkt gehabt. Das sind aber auch die einzigsten, die ich mir gemerkt gehabt. Also besser gesagt, ich hatte sie mir damals mal auf den Zettel geschrieben und habe den wiedergefunden. So war das. Also kann man nicht direkt sagen, dass ich sie mir gemerkt habe. Ja, das war's. Aber erstmal, das ist dann später wichtig. Können wir hier auch schon wieder gehen. Und zwar wieder zurück. So, wir müssen jetzt nämlich den den Daddy von dem Brief zeigen. So. So, einen Fisch hatten wir ja schon. Ah, mein Rubin. Und ein Fünfer. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, vorhin hatte ich hier versucht, da hat er mir die ganze Zeit nur Stöcker gegeben. Deswegen bin ich dann ja zurück zu den Fröschen. So. Jetzt wollen wir den mal anvisieren. Dieser Brief, er ist von Prinzessin Ruto. Lass mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Yabu Yabu? Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Hier dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte den Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. Ja, das dauert jetzt erstmal eine ganze Weile, er der mal seinen Arsch darüber bewegt hat. Er tut auch nicht seine Arme benutzen, ne? Ja, schön. So, jetzt können wir nämlich dahin, wo wir hin müssen. Zoras Quelle. Und da sehen wir auch schon den Riesenwal. Aber bevor wir zu denen gehen, ja, muss ich hier nochmal was ändern. Und zwar rüsten wir dazu die Bomben aus. Und halten uns hier und schwimmen da hinten zu der Insel. Da gibt es mir auch noch was Schönes. Zwei Sachen. Dün, dün, dün. Und da unten schwimmen wieder Fischchen. So, einmal gibt es hier eine. Genau, goldene. Skulptula. So, und dann packen wir jetzt hier eine Bombe hin. War das jetzt hier oder hier? Na, wir werden sehen. Weg.
Und es öffnet sich ein Eingang. Wunderbar. Und wir haben eine weitere Feenquelle gefunden. Wunderbar. So, ja, so. Dünn, dünn. Da erhalten wir wieder was Schönes. Uiuiui. Aber aussehen tut sie genauso wie die andere. Hallo, mein süßer Frank. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Aber sicher doch. Immer her damit. Pharores Donnersturm, ein magischer Teleporter, den du dort platzieren kannst. Mit dieser Magie legst du einen Teleporterpunkt an. Rufst du Pharores Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst den Teleporter aber auch wieder aufheben und woanders setzen, wenn du Pharores Magie beschwörst. Ach, so ist das. Vergiss nicht, Pharores Donnersturm kannst du nur in einen Labyrinth einsetzen, in dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Ja, das wissen wir ja. Also ist das wahrscheinlich noch sehr wichtig. Okay. So. Und jetzt brauchen wir den Fisch, den wir gesammelt haben. Weil sonst kommen wir nämlich nicht in den Wal rein. Aber vorher mache ich da die Dinger kaputt. Na, Munition werden wir auch gebrauchen können. So. Dann geben wir dem Wal mal ein kleines Opfer, damit er uns reinlässt. Na gut, der Kopf sieht jetzt zwar nicht aus wie ein Wal. Oder haben die den irgendwie geschmückt oder so, keine Ahnung. Boah! Also, der kann ja mal richtig tief einatmen. Jabu, Jabus Bauch. Na, Bauch ist es ja noch nicht. Würde ja eher sagen, in seinem Maul bin ich. Oh. Alter. Na, ich sehe schon. Da müssen wir die Dings nehmen. Ey, so wollte ich das doch gar nicht. Ein, ja. Man hätte jetzt auch mit einem... Na, hör doch mal auf.
Schlage die Steine, die er spuckt, mit deinem Schild zurück. Ach so. Hätte ich auch so machen können. Ach Mann. Ja, und die Dinger hier, die kann man... Noch mehr. Kann man aber so erledigen. Mit der Dings. Und jetzt haben wir zwar ein bisschen was an Dings verloren. Oh, ist das schon kaputt. Ja, Munition, sehr wichtig. So, und um hier weiterzukommen, müssen wir nämlich, Moment mal, wo ist das Zäpfchen? Ah, da oben. Schießen wir nämlich einfach darauf. Und schon geht die Tür auf. Qualle. Anscheinend. Oh, die hat uns aber mit Strom. Na egal, aber hier mache ich erstmal einen Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zelda Ocarina of Times. Und vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich natürlich wie immer über Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Ciao.